Hallo und herzlich willkommen beim IT-Founder Podcast. Mein Name ist Tobias Ziegler, ich bin Gründer und Geschäftsführer der IT-Business Coach GmbH und auch Initiator von IT-Founder. Ja, hallo und herzlich willkommen heute zum Gespräch, zum Interview mit Daniel Penn. Wir unterhalten uns zum einen über seinen Werdegang in der IT, der sehr facettenreich, sehr vielseitig ist, zum anderen aber auch über die aktuelle Situation und die Trends, die es jetzt gerade da draußen am Markt gibt. Und ich würde vorschlagen, wir steigen einfach gleich direkt ein. Daniel, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor. Ja, hallo erstmal, schön, dass ich da sein darf. Mein Namen hast du schon gesagt. Ich erschrecke selbst immer, über 20 Jahren in der IT jetzt unterwegs. Wenn ihr das Live-Bild sehen solltet, damals war Kinderarbeit noch erlaubt. habe in einem kleinen Systemhaus, damals sehr kleinen Systemhaus, meine Karriere gestartet. Das war ein Ein-Mann-Unternehmen. Seine Frau wurde schwanger, die sonst den Laden geschmissen hat, und dann hat er sich einen Azubi geholt. Das war dann ich. IT-Systemelektroniker hieß die Ausbildung damals noch. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Bin ich in die IT gestartet. Hab am Anfang erstmal so einen Laden geschmissen. Was groß war denn der? 20 Quadratmeter oder so, mit einer kleinen Werkstatt. Und damals hat man noch Computer selbst zusammengebaut. Und das Unternehmen ist dann gewachsen, immer mehr. Zum Ende meiner Ausbildung, glaube ich, waren wir dann 8 Leute oder sowas. Und zu den Hochzeiten an die 50 Leute, 47 oder was es waren, hat ein eigenes Rechenzentrum gehabt, war ISO 27001 zertifiziert schon vor, ich glaube, 10 Jahren. Und war eine sehr interessante Zeit, so mit einem Unternehmen mitzuwachsen. Das ist dann ja auch irgendwie ein Teil von dir letztendlich, wenn du sowas von Anfang an begleitest letztendlich. Also die Firma gab es zwar schon vorher, aber wie es dann so richtig losging, war ich von Anfang an dabei. Mhm. Ich stelle einfach mal direkt da eine Frage dazu, weil es mir in den Sinn kommt. Wie hat sich denn deine Rolle verändert? Na, weil ich kann mir vorstellen, wenn du erstmal Azubi bist, dann musst du halt alle Deppel-Jobs machen und für ein schlechtes Gehalt irgendwie gucken, den Laden am Laufen zu halten. Ja, also das war super spannend natürlich, also vor allem im Nachgang. Also währenddessen bist du ja noch ein bisschen überfordert erstmal mit allem, was da so auf dich zukommt. Und ich bin da halt einfach reingewachsen in die Thematik. Also wenn du dann im zweiten Lehrjahr dann ein paar Leute noch mit dazu hast und dann sich irgendwie rausstellt, du kannst das eigentlich schon ganz gut, und dann musst du auf einmal einem 30-Jährigen sagen, was er zu tun hat, oder einem 40-Jährigen dann, und war ganz spannend, also auch wie die Menschen da darauf reagieren, wie man selbst in dieser Rolle dann letztendlich zurechtkommt. Und also meine Rollen haben sich vom Auszubildenden irgendwann mal technischer Leiter, vom technischen Leiter dann habe ich letztendlich das Projektgeschäft übernommen, als es dann darum ging, das Data Center aus dem Boden zu stampfen. Also Informationssicherheitsbeauftragter war ich dann, nachdem wir die ISO 27001 einführen wollten. Also CISO nennt man das heute, Chief Information Security Officer. In so einem kleinen Unternehmen möchte man meinen, das ist ganz einfach, aber du hast trotzdem, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich dann 40 Leute, die wo alle in diese Norm eingebunden werden müssen. Da geht es ganz viel an die Prozesse ran. Also eigentlich jeder Arbeitsprozess wird umgekrempelt, muss auf einmal alles dokumentiert werden. Dann möchtest du es aber doch noch agil halten, das Ganze. Welche Werkzeuge nutzt du? Also auch da sehr, sehr viel gelernt, was solche Themen angeht. Nachdem ich fürs Projektgeschäft auch zuständig war, also ich war immer im Projektgeschäft unterwegs. Das liegt mir halt am meisten. Und also ich habe Migrationen von Industriekunden, von Kliniken etc. Durchgeführt, habe neue Infrastrukturen implementiert und war dann halt so der Oberprojekt-Heini. Okay, und wie ging es dann nach dem Systemhaus bei dir weiter?
ja, nach dem Systemhaus ging es nochmal in ein nächstes Systemhaus. Dort habe ich mich dann allerdings nicht ganz so wohl gefühlt. Die waren von der Arbeitsweise damals auch noch ein bisschen behäbiger, eher so, ach, so wie zu Henry Fords Zeiten gefühlt. Das war dann, da habe ich mich nicht ausleben können letztendlich. Okay. Und ja, dann ging es weiter letztendlich. Ich hatte schon ein Nebengewerbe auch damals. Und wurde dann letztendlich so angefragt. Witzigerweise auch, mein Ex-Chef hat sich auf einer Veranstaltung mit einem anderen Systemhauschef unterhalten. Der andere Systemhauschef wollte, dass ich für sie arbeite. Wir hatten da schon mehrere Gespräche. Aber ich hatte nicht so richtig das gute Gefühl, zu denen zu wechseln. Mhm. Und mein Ex-Chef und die haben sich so unterhalten über mich. Und das hat dann wieder jemand anderes mitbekommen, nämlich der die Party geschmissen hat oder die Veranstaltung geschmissen hat. Das war ein Großhandel. Dieser Großhandel, die kannte ich auch schon länger, weil bei denen haben wir immer die Software für Migrationsprojekte eingekauft. Mit denen hatte ich auch mit der Geschäftsführung immer losen Kontakt. Und ich habe ihn halt, also wenn wir irgendwas in diese Richtung gebraucht haben, haben wir das halt bei denen eingekauft, egal in welchem Systemhaus. Also ich habe denen halt sozusagen auch zwei Kunden gebracht. Und dann rief mich da am nächsten Tag nach der Veranstaltung der Olli an. Er sagt, Daniel, ich habe gehört, du wärst am Markt wieder zu haben. wir haben da neue Produkte im Portfolio, wo wir technische Expertise brauchen. Und ich glaube, das geht genau in deine Richtung. Mhm. Ja. Es ging tatsächlich über das klassische Networking. Also der eine Zufall, genau. Die Leute kennen sich und der eine hört vom anderen und zack, nächster Auftrag da. Ne? Genau. Und das war dann letztendlich auch so der Schritt, dass ich mich ganz selbstständig gemacht habe. Mhm. Und unter anderem eben meine Kunden, die ich aus der Nebentätigkeit hatte und eben dann die Prianto als Distributor und auch als Kunde dann sozusagen. Und für die habe ich damals technisch das Thema Berechtigungsmanagement im deutschen Raum vertreten, also im deutschsprachigen Raum. Und dort haben wir mit der Firma Protected Networks, die den 8-Man produziert haben, die Partnerlandschaft letztendlich aufbereitet und die Partnertrainings und solche Geschichten. Mhm. Und auch Professional Services, wenn die Partner Unterstützung brauchten bei der Erfüllung bei ihren Kunden, dann haben sie halt auf mich zurückgreifen können. Und das Unternehmen wurde dann von SolarWinds gekauft, vorletztes Jahr. Und so kam dann nochmal ein riesen Blumenstrauß an Produkten mit dazu, also die ganzen Monitoring-Produkte etc. Und das ist das, was ich jetzt für Prianto mache. Mhm. Nebenher habe ich halt Kunden und im Energiesektor und andere IT-Systemhäuser, die mich für Beratungsleistung bei ihren Kunden mit dazu buchen oder auch für Projektkoordination, wenn es darum geht, letztendlich irgendwelche Systeme neu zu strukturieren oder überhaupt Prozesse und Produkte letztendlich neu oder Lösungen neu zu implementieren. Mhm. Okay, aber kann man sagen, so dein absolutes Schwerpunktthema ist IT-Security, Rechte-Management, so die Richtung? Ist ganz genau, ja. Das ist eigentlich mit verschiedenen Facetten, aber es geht immer um Zugriffsberechtigung, um Privilegierung und wie man das Ganze sicherstellt und in ein lauffähiges Konzept bringt. Also nicht einmal in Betrieb nimmt und dann wieder geht, sondern dass es ein gelebtes Berechtigungsmanagement dann letztendlich wird. Und mhm. Im Vorgespräch hattest du auch schon angesprochen, dass du auch ganz, ganz interessante Umgebungen kennengelernt hast. Also dass du da, ich glaube, im Energiesektor oder sowas auch öfter mal unterwegs bist. Ja, genau. Also kam natürlich auch wieder durch Zufall damals bei der Fox IT, dem Systemhaus, in dem ich 15 Jahre war, hatten wir ein kleines Kraftwerk, das auf dem
das war von einem finnischen Energiekonzern, der hat das gebaut in einem Industriepark hier in der Nähe und hat das mit Gas ist denn das Strom erzeugt und als Abfallprodukt Dampf erzeugt. Das ist aber das, was die Industrie letztendlich braucht. Deswegen stehen viele Kraftwerke in Industriegeländen rum. Nicht wegen Strom, sondern eigentlich wegen dem Dampf. Und ja, die habe ich halt mit betreut gehabt. Die wurden dann, irgendwann haben sich die vom deutschen Markt zurückgezogen und kam einer der großen deutschen Player und hat das übernommen, das Geschäft. Und ja, dann hatten die viele lokale IT-Systeme vor Ort. Die Office-IT wurde natürlich komplett ausgetauscht, aber alles, was irgendwie so mit Leittechnik und den Auswertungssystemen für Energietechnik und so zu tun hatte, die Messsteuer- und Regeltechnik, die hatte der Energiebetreiber natürlich keine Ahnung, wie das alles ist und Zusammenhänge hat. Und das war dann letztendlich der Punkt, an dem ich nahtlos weitergemacht habe. Was heißt nahtlos? Es ging dann eigentlich Schlag auf Schlag. Also es wurde auf einmal auch richtig investiert in alle Absicherungsmaßnahmen, das Ganze wieder auf vernünftige Beine zu stellen und ja, immer mehr auch zu verbinden, mit, dass man die Daten aus diesen ja, Prozessnetzen auch in die Office-Welt reinkriegt. Jeder Leittechniker kriegt Schüttelfrost, wenn er sowas hört, aber die Daten müssen irgendwo weiterverarbeitet werden, damit man sie abrechnen kann, damit man sie auswerten kann und weiter. Und so kam es dann, dass wir eigentlich alle Industriekraftwerke mit unserem Konzept, mit dem, ja, was da begonnen hat, ja, in Europa letztendlich umstellen durften und ich immer mehr verschiedene Leittechniksysteme und Hersteller in dem Bereich natürlich auch kennenlernen durfte. Es kam auch so weit, dass mich Kraftwerke gebucht haben. Also ein Kraftwerk steht mindestens, ein Gaskraftwerk steht mindestens zweimal im Jahr zur Revision. Das ist natürlich super, weil da kannst du alle IT-Systeme warten, runterfahren, da braucht keiner etwas. Idealbedingungen letztendlich, um mal wieder Arbeiten durchzuführen, ohne die Leute zu stören. Aber es war dann teilweise so, dass ich da gebucht wurde, einfach, dass ich da bin, falls irgendwas ist. Und da hab ich Themen gelöst, die haben mit IT ganz, ganz wenig zu tun gehabt, aber es war Troubleshooting einfach auf ganz vielen Ebenen. Aber das macht mir auch super Spaß. Und ja, das... Da habe ich halt relativ viel mitgenommen aus diesen verschiedenen Welten, die alle IT-gestützt sind, aber nie so richtig zusammengewachsen sind und auch sich schwer tun miteinander. Also Ich finde es super spannend, weil du da im Endeffekt ein Thema adressiert hast, was wahrscheinlich bei ganz, ganz vielen Industriekunden ein großes Thema ist ja. Produktionsnetz oder Leitnetz oder was auch immer es ist. Mit einem gewissen Sicherheitsstandard, mit einem sehr hohen Sicherheitsstandard und Office-Netz auf der anderen Seite, das natürlich auch einen hohen Sicherheitsstandard hat, aber auf eine andere Art und Weise und die zwei nach Möglichkeit niemals physisch verbunden. Genau, ja. Was aber die Arbeitsprozesse ja massiv einschränkt. Ne? Und das heißt, du hast dann den Unternehmen geholfen, diese Brücke zu schlagen, die Dinger so miteinander sprechen zu lassen, dass es sicher ist, aber halt eben auch arbeitsfähig macht. Ne? Ja, also die Brücke tatsächlich in mehrerlei Hinsicht geschlagen. Also einmal die Leittechnik-Leute in ihren gekapselten Silos, auch von ihrer Sprache her. Die IT-Leute, die nur ihre Office-IT machen und nicht verstehen, was jetzt in diesem Netz anders sein soll und warum man da nicht einfach mal schnell andocken kann. Und dann Kraftwerksleiter oder Geschäftsführer, die aber die Anforderung haben, dass das gelöst werden muss. Also einmal zwischen den Menschen die Brücke erstmal zu schlagen, sagen, okay, ich verstehe deine Seite, ich verstehe diese Seite. Wir sprechen unterschiedliche Dialekte, meinen aber das Gleiche. Ich weiß, hier gibt es andere Anforderungen und dort gibt es andere Anforderungen, aber wir haben eine gemeinsame Herausforderung und die müssen wir jetzt halt irgendwie erledigen. Also das ging eigentlich los mit der, ja, mit der Moderation zwischen den Abteilungen. Und auch zwischen den Technologien, die dann letztendlich die Brücken zu schlagen und dann sichere Wege zu finden und ja, das kleinere Übel letztendlich zu identifizieren, wo wir dann zusammenarbeiten können, auf technischer Ebene dann auch. Also wie kriegen wir die Daten rüber und so, dass möglichst wenig passieren kann im Ernstfall. Thema Ernstfall. Weiß ich nicht, ob die Überleitung passt oder nicht, aber wir haben ja jetzt eine extrem krasse Situation. Ja.
Und du hast ja über deine Rolle bei Prianto mit sehr, sehr vielen verschiedenen IT-Systemhäusern, IT-Dienstleistern zu tun. Die erste Frage erstmal an dich selber. Inwieweit schränkt dich als Unternehmer, als selbstständiger IT-Unternehmer die aktuelle Situation denn überhaupt ein? Welche Auswirkungen hat das auf dich? Hast du weniger zu tun? Hast du mehr zu tun? Hast du wirtschaftliche Einbußen? Wie geht es dir jetzt gerade? Ganz ehrlich, ich hatte richtig Stress die letzten Wochen. Okay. Also richtig zu tun. Also zum einen, als das bei uns der Lockdown begann, war, ich sag mal, der Markt ziemlich paralysiert. Also die Leute waren alle, wow, was ist jetzt los? Mhm. Aber sehr viel Gesprächsbedarf. Also ich habe bis in die Nachtstunden rein mit Partnern, Kunden, Mitarbeitern von den Partnern telefoniert und da ging es einfach, da wollte man einfach bloß reden. Also das kam, also das war keine produktive Arbeit, nicht für mich, aber es war viel Gesprächsbedarf da und ja, ausloten, wie geht es weiter, was können wir tun und solche Geschichten. Mhm. Für mich Impact danach war tatsächlich dann auch so, dass manche Sachen einfach weggebrochen sind. Auf der anderen Seite aber sich die Möglichkeit ergeben hat, Sachen, die schon lange gemacht gehören, jetzt endlich anzupacken. Mhm. Weil naja, Ressourcen auf Partner- bzw. Kundenseite frei geworden sind. Oder auch Dringlichkeit in schon lange angesprochene Maßnahmen endlich auch wahrgenommen worden ist. Stichwort Notfallkonzept. Mhm. Also das ist auch ein Thema, das ich aus der ISO 27001 heraus natürlich kenne und auch eigentlich auch lebe, Notfallkonzepte. Also wie muss ich mein Unternehmen aufstellen, um verschiedene Schadensszenarien letztendlich abbilden zu können und diese zu überleben. Also Krisenmanagement letztendlich und das halt schon mal formalisiert und auch mal zu überdenken, was muss ich der Reihe nach tun, damit ich Fall XY abfedern kann. Also wenn ich jetzt nochmal ganz, ganz konkret in deine eigene wirtschaftliche Auswirkung reingehe, du bist Freiberufler oder? Genau, ja. Okay. Ja. Ich frage einfach mal ganz indiskret, hat sich das jetzt irgendwie auf deinen Kontostand ausgewirkt? Also hast du jetzt weniger Geldeingang als vorher, mehr, hat es kaum Auswirkungen? Kaum Auswirkungen, ja. Okay. Also das kann ich mich glücklich schätzen, dass ich einfach auch Kunden habe, die nach wie vor genauso weiter produzieren können, die nach wie vor ihr Geld verdienen und auch Kunden, die das teilweise kompensieren können, was da gerade passiert. Mhm. Also die auch Auftragsrückgang haben, teilweise nicht mehr ausliefern können, aber entsprechend liquide sind und auch wissen, das muss wieder weitergehen bei ihnen und wird es auch wieder. Und jetzt auch Investitionen nicht zurückgefahren haben. Hast du denn, weil ich glaube, macht auch noch einen Riesenunterschied, hast du dieses Thema jetzt eher so als Zuschauer beobachtet und gesagt, ich warte mal ab und gucke, was passiert? Oder bist du aktiv mit dem Thema auch ins Gespräch mit deinen Kunden, Interessenten gegangen? Also durchaus aktiv. Also das, wie wir es kennengelernt haben, bezüglich remote arbeitsfähig in einer Stunde. Das war ein Thema, das hat vor allem der Kollege bei der Prianto, André Fleischmann, vorangetrieben und wir haben es halt in die Welt rausgetragen. Aber das war eine erste aktive Aktion letztendlich, um Unternehmen zu helfen, remote arbeitsfähig zu werden, auch wenn das aktuelle Unternehmenssetup das nicht wirklich hergegeben hat. Das war einfach so ein Rettungsring, den wir zuwerfen wollten für Unternehmen, die das brauchen, ohne dass es wirklich Geld kostet. Einfach nur, wenn es der Wirtschaft besser geht, geht es uns allen besser. Und jedes Unternehmen, das das Ganze halbwegs gut übersteht, ist gut. Und haben auch sehr positive Resonanz darauf bekommen. Also auch einige Unternehmen das einsetzen und ja, wirklich froh darüber sind, dass es die Möglichkeit dann auf einmal gegeben hat. Mhm. Auch aus unterschiedlichsten Branchen und auch in manchen, wo man sagt, okay, das hätte ich jetzt nicht geglaubt. Wieso ist das Militär irgendwann angekommen, oder? Nein, aber tatsächlich auch größere Finanzdienstleister, okay, ja. Die gesagt haben, wow,
danke dafür. Wir haben da auch eine Lösung von. Aber das ist bei uns, das funktioniert bei uns nicht vernünftig. Wir kriegen es mit den Lizenzen nicht mehr gemanagt und das Management sitzt zu Hause und möchte arbeiten. Oh ja. Und das wurde halt dann für die noch ein bisschen angepasst, um noch ein paar weitere Sicherheitsanforderungen zu entsprechen. Aber ja, das war innerhalb von 2 Personentagen letztendlich dann auch erledigt, dass die, die entsprechenden Anforderungen auch noch erfüllt wurden, also andere Token und so weiter. Den Link packe ich auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes, weil das ist eine super Lösung. Also ich denke, für die Zuhörer super spannend, einfach um das Thema Remote-Arbeitsfähigkeit auch mit fremden Geräten oder sowas, ne? Weil das ist ja, der Engpass. Ne? Genau. Hab keinen Firmenlaptop mehr, habe keinen VPN-Access oder sowas. Ja. Das relativ einfach umzusetzen. Sehr cool. Also was ich halt eben spannend finde, und da wollte ich dich einfach auch nochmal fragen, wie du es einschätzt, ne? Wenn man da jetzt eher passiv agiert und sagt, Mensch, ich gucke jetzt mal, was passiert und dann mal schauen, wird sich schon ergeben, versus halt eben proaktiv mit der Situation umzugehen und sagen, hey, ich überlege selber mal aktiv, was kann ich beitragen, was kann ich für Vorschläge machen, wo kann ich helfen? Meinst du, das hat einen Einfluss darauf, ob einem selber das wirtschaftlich auch besser geht oder nicht? Blinder Aktionismus hilft nichts. Also alles, was ich in Panik mache, wird nichts werden. Also da machen Leute irrationale Sachen. Also es macht auf alle Fälle Sinn, in einer Krise, also wenn mir Aufträge wegbrechen, wenn ich nichts mehr zu tun habe oder weniger, macht es auf alle Fälle Sinn, mich aktiv mit der Situation auseinanderzusetzen. Aber nicht aus der Panik heraus irgendwelchen Aktionismus zu tun, sondern erstmal zu reflektieren, warum ist die Situation bei mir jetzt gerade so? Liegt es vielleicht daran, dass ich meinetwegen nur projektbezogene Arbeiten anbiete, die halt im Moment nicht gebucht werden, weil ich nicht den dringenden Investitionsbedarf habe? Habe ich Kunden, die meinetwegen laufende Serviceverträge haben, die so ein Grundrauschen reinbringen? Hilft mir das schon mal in so einer Situation. Aber also auf alle Fälle eine Zeit, wo ich auch meine Geschäftsmodelle nochmal überdenken kann und sagen, okay, muss ich mich irgendwo breiter aufstellen? Muss ich vielleicht in den Lösungen, Produkten, die ich anbiete, breiter zu werden oder in den Kundensegmenten, die ich jetzt bin? Also wenn mein Kundenklientel nur Automobilzulieferer sind, dann habe ich jetzt ein Problem. Das wollte ich dich nämlich auch nochmal fragen. Du hast ja eine Sicht auf sehr viele verschiedene Systemhäuser und IT-Dienstleister. Ja. Geht es denen allen gleich gut oder schlecht? Oder was siehst du da für Unterschiede? Ganz unterschiedlich tatsächlich. Es gibt Systemhäuser, die haben gleich in der ersten Woche Kurzarbeit anmelden müssen. Und es gibt welche, die sind vor Arbeit untergegangen. Also ein Beispiel, ein Systemhaus, das hauptsächlich Projektgeschäft gemacht hat, also beim Kunden rein, Software installiert, raus. Die haben momentan weniger Aufträge, weil große neue Investitionen im Moment einfach geschoben werden. Die haben jetzt noch abgefrühstückt, was schon unterzeichnet war und setzen sich jetzt stark damit auseinander, wie können sie sich breiter aufstellen. Können sie mehr Grundrausch, mehr Stabilität in den Cashflow reinbringen? Und die stehen vor großen oder größeren Herausforderungen. Andere Systemhäuser, die sehr viel Managed Services anbieten. Was sind Managed Services? Also einfach fertig paketierte Dienstleistungen, die man garantiert gegenüber seinem Kunden, ob das jetzt der Betrieb der Infrastruktur ist oder der Firewall oder was auch immer, die trifft es nicht ganz so hart, weil einfach ein schönes Grundrauschen einfach immer auch mit reinkommt und so ein Servicevertrag ja auch eine Laufzeit hat und lässt es auch ein Dienst ist, den der Kunde trotzdem braucht. Dann auf der anderen Seite habe ich auch einen Partner, mit dem ich öfter zusammenarbeite, das ist so ein 7-8-Mann IT-Systemhaus. Die sind ja super spezialisiert, letztendlich mit Microsoft Teams und Telefonieintegration. Also die bieten Telefonanlagenablösung mit Teams an, also auch die komplette Telefonie dann drüber, über ein bayerisches Rechenzentrum. Die wussten nicht mehr, wie sie das Ganze abarbeiten sollen, was auf die zugerollt ist.
allein schon mal aus dem Teams-Aspekt, also das ganze Videoconferencing-Zeug, das eh schon mit integriert ist und die Firmen lässt es umzustellen, dass die heute halt Teams von dort nutzen können als Kollaborationsplattform. Im Unternehmen, wenn alle nebeneinander sitzen, hat es halt Outlook getan und normales E-Mail und auf einmal waren halt die Anforderungen da, eine Kollaborationsplattform zu schaffen. Ja. Und es geht ja, wenn du das entsprechende Setup hast, also weißt, was du tust, mit Teams relativ fix und die starten ein Unternehmen gerade nach dem anderen aus und lösen in dem Zuge auch gleich die Telefonanlagen ab, weil das ist ja das nächste Problem, wenn die Leute zu Hause sitzen und keine VoIP-Telefonanlage haben. Und selbst wenn sie eine VoIP-Telefonanlage haben, aber das Setup nicht entsprechend ist, kannst du alle aufs Handy umleiten. Das ist auch in manchen Betrieben einfach nicht wirklich möglich, dass da ein vernünftiger Betrieb stattfindet. Okay. Und an der Stelle, ich meine, das ist natürlich jetzt vielleicht nicht absehbar gewesen. Also ein Teil schon, dass ich greife nur den ersten Aspekt raus, das ist das Thema Projektgeschäft versus Managed Services. Ne? Ja. Ich glaube, das ist so ein langfristiger Trend, den man schon seit 10 Jahren oder sowas oder vielleicht sogar noch länger sieht. Wenn ich drüber nachdenke, ich habe 2005 oder so da mit meinen Geschäftspartnern damals für den IT-Service ein sogenanntes Workend gemacht. Wir haben uns das Wochenende eingesperrt und gearbeitet und haben gesagt, wir brauchen Serviceverträge, wir brauchen irgendwie Laufzeitangebote für unsere Kunden. Ne? Ja. Da hat man ja auch schon vor einigen Jahren gesagt, Mensch, die Unternehmen, die sowas nicht anbieten, die diesen Schritt nicht gehen, die werden vielleicht untergehen, die werden vielleicht stärker zu kämpfen haben als die Unternehmen, die Laufzeitverträge anbieten. Ne? Ob sie jetzt letztendlich untergehen, aber du musst zumindest halt, also bin ich spezialisiert auf ein Thema, eine tolle Spezialisierung auf ein paar Themen ist immer super, hast in der Regel höhere Tagessätze, weil du einfach der Spezialist in einem Bereich bist. Wenn die Leute einen Spezialisten brauchen, dann buchen sie dich oder halt deine Firma. Ist toll, aber du hast immer dieses Auf und Ab mit dem Geldfluss letztendlich. Ein Mix aus beiden macht wahrscheinlich für ein gesundes Systemhaus am allermeisten Sinn. Ah, das finde ich interessant, dass du es ansprichst, weil ich habe es jetzt gerade als zwei verschiedene Aspekte gesehen. Ne? Der eine Aspekt ist einmal Geschäft versus Laufzeitverträge. Der zweite Aspekt ist Generalist versus Spezialist. Ja. Und du hast jetzt aber gerade das beides zusammengebracht und gesagt, Mensch, wenn ich Spezialist bin, dann habe ich tendenziell wahrscheinlich mehr Einmalgeschäft. Wenn ich Generalist bin, habe ich mehr Laufzeitgeschäft. Genau, ja. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, weil ich meine, nehmen wir mal das Unternehmen, das sich jetzt auf Teams spezialisiert hat und auf Ablösung von TK-Anlagen. Wäre natürlich spannend. Ich weiß jetzt nicht, wie sie das gestalten, kommerziell, ne? Aber machen die das rein als Projektgeschäft oder haben die danach auch Laufzeitgeschäft? Wahrscheinlich kommt, die zweite Variante, ne? Da kommt ein Laufzeitgeschäft dabei raus, ja. Also das Projekt ist die Inbetriebnahme und der Betrieb ist dann letztendlich das MSP-Geschäft, also das Service-Geschäft, das mit jedem Projekt letztendlich mitkommt. Das heißt, ich kann eigentlich auch die Spezialisierung koppeln mit Laufzeitverträgen. Ne? Ja, also in dem Systemhaus, in dem ich so lange war, in der Fox IT, da waren wir damals halt super gut aufgestellt. Wir hatten Projektteams, die nur Projekte gemacht haben und die Betriebsmannschaft, die nur Betrieb gemacht hat. Mhm. Da saßen die Servicetechniker, die sich ums Data Center gekümmert haben, plus die Leute, die versucht haben, den Service zu erbringen über den Kunden und die Leute, die Projekte entweder ins Data Center gebracht haben oder draußen mit dem Kunden losgekoppelt, das Projektgeschäft gemacht haben. Die haben alle immer super zusammengearbeitet, diese Teams, wenn es dann Spezialisten, also wenn du ein Problem hast, im Helpdesk kann da nicht gelöst werden, also dann wenden sie sich halt an einen internen Spezialisten. Der ist so im Projekt und wird rausgebracht, freut ihn niemals, aber so funktionieren Teams. Man arbeitet zusammen und löst Herausforderungen gemeinsam. Und von daher, da hatten wir natürlich über die Serviceverträge und über diese gemanagten Services, die wir da erbracht haben, immer ein schönes Grundrauschen. Aber die Projekte waren trotzdem notwendig, um die Firma am Leben zu halten, aber man konnte auch mal auf ein größeres Projekt verzichten, wenn es sein musste. Mhm. Was mir, also jetzt habe ich die Spezialisierungsfrage im Fachlichen,
Da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Jetzt haben wir über das Thema Vertragsmodell, Einmalleistung versus Laufzeitmodell. Die dritte Dimension, die mir jetzt noch einfällt, ist Spezialisierung auf bestimmte Zielgruppen. Inwieweit siehst du da jetzt Unterschiede bei den Systemhäusern mit der aktuellen Krise? Ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn du nur Automobilzulieferer ist, dein Kundenklientel, also die Automotive-Branche, dann hast du eigentlich nicht erst schon seit der Krise, musstest du dir Gedanken machen, weil der Automobilsektor wird momentan ziemlich durchgerüttelt. Also, ich sag mal, die Vorbeben sind ja schon da. Und andererseits, wenn du eine Spezialisierung auch auf eine doch ziemlich krisensichere Klientel hast, sage ich mal, Energiebetreiber, weil ich mit denen viel zu tun habe. Auch der Energiesektor wird sich dramatisch, nicht dramatisch, aber wird sich ändern die nächsten Jahre. Es geht mehr hin zu wieder zur Dezentralisierung von Energieversorgung. Das bedeutet erstmal auch mehr Aufwände letztendlich. Aber trotzdem ist eine gesetzliche Regulierung und alles Mögliche da dahinter. Kann man sich spezialisieren? Ich würde aber tatsächlich immer schauen, dass ich nicht nur einen reinen Branchenfokus habe. Das ist ähnlich wie, ja, wer an der Börse investiert, sollte auch nicht nur in Supermärkte investieren, weil dann hast du jetzt auch ein Problem gehabt oder nur in Airlines. Wobei ich glaube, die Supermärkte, die haben ja jetzt noch Glück, ne? Also Ja, die, schwierig also, ist es bei denen, die vor der aber auch Krise stehen. nicht so, dass du sagst, wow, also am schönsten stehen die Tech-Werte da. Und ja, also eine absolute Fokussierung, Spezialisierung ist immer schön für die Tagessätze, weil du einfach der Spezialist in dieser Branche für diese Herausforderung bist. Trotzdem würde ich so immer schauen, dass ich noch eine zweite Klientel bedienen kann, weil wir leben in einer Zeit der Disruption. Es werden viele Branchen durchgeschüttelt und die nächsten Jahre noch mehr. Hast du denn jetzt gerade erlebt, dass jemand kurzfristig eine komplett neue Idee entwickelt hat und gesagt hat, Mensch, in dem Geschäftsfeld, in der Zielgruppe, in dem, was ich vorher gemacht habe, bricht mir so stark das Geschäft weg. Jetzt mache ich was anderes? Also komplett anderes nicht, aber ich habe tatsächlich mit vielen Geschäftsführern oder auch Mitarbeitern von Unternehmen gesprochen, die ja durch die Herausforderungen, die sie gerade haben, halt sagen, okay, wir gehen jetzt noch ein paar andere Themen und ein paar andere Sachen an. Wir weiten unser Geschäftsfeld etwas aus, um künftig breiter aufgestellt zu sein, auch für Lösungen in anderen Bereichen. Aber so ganz komplett was anderes habe ich nicht gesehen. Also Okay. Ich meine, der Klassiker ist wahrscheinlich, dass alle gesagt haben, Mensch, Collaboration-Themen bieten wir jetzt bevorzugt an und Remote sowieso. ja, also das Geschäft hat da nie da angeboten, weil du musst es bloß die Hand heben und sagen, ich hab. War ähnlich wie Klopapier. Ja, aber das glaube ich tatsächlich, das ist interessant, dass du es sagst, ne? Ich glaube, dass es ganz vielen IT-Dienstleistern und Systemhäusern nicht so ging, weil sie nicht wussten, wie sie das darstellen können, dass sie diesen Bedarf jetzt gerade gut abdecken können. Ja, tatsächlich ist es auch so, wenn es ein bisschen mehr sein darf wie Teamviewer, musst du da ein Lösungskonzept ja parat haben und nicht nur sagen, ich habe hier ein Stück Software. Es geht ja um viel mehr als nur eine Verbindung von A nach B aufzubauen, sondern letztendlich dem Mitarbeiter in dem Setup, wie er heute da sitzt, das Arbeiten in möglichst kurzer Zeit zu ermöglichen, das noch sicher und am besten in seiner gewohnten Umgebung. Also sprich, er kann alles so tun, wie er es vom Schreibtisch auch tun konnte, aber mit ein bisschen mehr Sicherheit, Sicherheitsmechanismen, mit ein bisschen mehr ja, Absicherungsmaßnahmen auch für das Unternehmen, weil es ist natürlich auch, wie man es auch in dieser Zeit sind viele Kriminelle unterwegs, die daraus auch wieder versuchen, ihr Geschäft mitzumachen. Ja. Also das hat man gesehen jetzt mit den Förderanträgen, die, ich glaube, Nordrhein-Westfalen, ich weiß nicht mehr, also irgendwo abgefischt worden sind und lauter solche Geschichten. Also schnell helfen, das eine, aber
aber das Ganze halt auch sicher und laufend zu monitoren, sage ich mal. Also passt das noch alles? Müssen wir noch irgendwelche Stellschrauben drehen? Da liegt eigentlich die Kunst drin. Und da, das ist ein ganz eigenes Geschäftsmodell, ist also ein ganz eigenes, aber es ist, da gehört mehr dazu, wie nur eine Lizenz zu verkaufen. Ich habe noch eine ganz andere Frage an dich. Als Unternehmer, also du bist ja jetzt Freiberufler. Du kennst ja aber das Systemhausgeschäft wirklich, ich würde sagen, du hast das von der Pike auf gelernt. Du kennst das durch und durch. Ja. Warum bist du Freiberufler und warum hast du nicht ein eigenes Systemhaus aufgebaut? Der ganz ehrliche und offene Grund ist Freiheit in solchen Belangen wie, ich kann einfach auch einen Monat Urlaub machen. Das geht als Systemhauschef auch, aber es ist ein langer Weg dahin, bis du das machen kannst. Oder mit den entsprechenden Partnern und dem richtigen Setup geht es vielleicht auch früher, aber alle, die ich so mitbekommen habe, die hatten lange Arbeit, bis sie zu dem Punkt gekommen sind, jetzt kann ich auch mal einen Monat Urlaub machen. Wenn ich nur für mich selbst verantwortlich bin, ich sage meinen Kunden, ich bin da mal wieder in Neuguinea. Ich schicke euch meine E-Mail, wie es war. Sehr geil. So haben mich viele meiner Kunden, einige meiner Kunden, die kenne ich ja schon sehr lange, die sind wieder auf mich zugekommen, wie sie festgestellt haben, sie haben eine Problematik und da gab es einen, der könnte das doch lesen. Ach, der ist jetzt selbstständig, dann rufe ich den nochmal an. Auch bei denen ist es so, wenn ich da vor Ort komme, ja, Herr Penn, wo waren Sie denn die letzte Zeit oder wo fahren Sie denn dieses Jahr hin? Da geht es ganz oft um meine Ausflüge, Reisen oder Freizeitaktivitäten, weil die einfach wissen, da lege ich großen Wert drauf. Sehr cool. Das heißt also, du lebst eigentlich so diesen Lebensstil, 10 Monate im Jahr arbeiten, dann mal einen Monat komplett frei machen und verreisen und das Leben genießen, oder? Ja, also das kommt ziemlich hin mit den 10 Monaten, ja. Okay. Bin schon immer gern gereist und aber auch bei uns gerne. Also ich bin ein leidenschaftlicher Mountainbiker. Bin ich halt mal eine Woche in der Schweiz unterwegs und dann noch in Südtirol und alles, was so dahergeht. Und habe da auch mein Laptop dabei, wenn was ist, aber letztendlich Arbeit dann zurückgefahren, mache halt mal ein paar E-Mails oder sonst irgendwas oder mache mal ein paar Telefonate am Pausentag, also am Pausentag vom Mountainbiken. Gut, dass du es dazu sagst. Die meisten denken bei Pause, dass sie aufhören mit Arbeiten. Du denkst bei Pause, dass du aufhörst mit Sport und Freizeit. Ach, cool, sehr cool. Aber das war mir schon immer furchtbar wichtig und das habe ich letztendlich auch in meine Selbstständigkeit genommen, weil das ist, ich finde es unglaublich wichtig für meinen Geist, dass er mal ein bisschen wieder Abstand kriegt. Dafür liebe ich auch die Natur zu sehr, in der ich mich bewege, dass ich nur im Büro sitzen würde. Sehr cool, schön. Wenn man es jetzt mal wirtschaftlich betrachtet, was denkst du, wenn man jetzt ein Systemhaus aufbaut? Und klar, ist eine riesen Varianz drin, ne? Aber einfach mal so, was hältst du für realistisch? Ich baue ein Systemhaus auf, stecke da 10 Jahre Zeit rein, baue das auf, habe vielleicht meine 5, 6, 7, 8 Mitarbeiter und bin der Geschäftsführer. Was ist da ein realistisches Jahreseinkommen oder Monatseinkommen versus ich mache das Ganze freiberuflich? Also ich kenne ja auch Geschäftsführer, die das so in 10 Jahren richtig erfolgreich und geil hinbekommen haben. Die haben 10 Jahre richtig hart geackert. Ob das jetzt 9 oder 11 oder 12 Jahre war mal vollkommen egal. Die verdienen mit Sicherheit wesentlich mehr wie ich, wenn sie es richtig gemacht haben. Also alle, die ich kenne, die es richtig gemacht haben, verdienen wesentlich mehr wie ich. Mir ist aber tatsächlich das Geld erstmal nicht egal. Also ich liebe Geld, aber was die geschaffen haben, das hat auch Energie gekostet und die Kompensation kommt jetzt. Das sollen die haben, das vergönne ich denen absolut.
Aber was ich oft erlebe, die sind dann in dieser Spirale so drin, dass sie eigentlich meinen, sie können nicht mehr loslassen. Tatsächlich habe ich mit vielen Geschäftsführern diese Thematik gehabt, auch mit meinen ehemaligen Chefs, die dann, also einer hat tatsächlich gesagt, Daniel, ich habe vor Our Work Week gelesen, das Buch von Tim Ferriss, da musste ich immer an dich denken. Dann habe ich gesagt, ach so, das ist schön, das ehrt mich, ich kenne das Buch auch, aber so perfektioniert habe ich meinen Lifestyle noch nicht, aber ich finde es gut, dass du dich mit so einer Thematik auseinandersetzt. Dann sagt er, ja, und ich muss jetzt auch schauen und so, wie mache ich das und wie tue ich jenes. Da, mit dem bin ich, mach was weiß ich, 2-3 Mal im Jahr noch im Austausch. Und der hat es jetzt auch geschafft, dass er weitere Vorstände eingestellt hat, also aus dem Unternehmen gezogen und sich immer mehr zurückzieht und jetzt eigentlich das Leben neben der Arbeit beginnt. Und das wollte ich für mich nicht haben. Ich wollte einfach auch so noch leben. Okay. Mir macht meine Arbeit unheimlich Spaß. Mhm. Aber auch das Drumherum. Und ich hatte für mich bis jetzt nicht das Bedürfnis, entsprechend zu wachsen, Leute einzustellen und so ein Geschäftsmodell aufzuziehen. Nee, also danke dir für die Schilderung, weil ich denke, das ist was man oft nicht sieht, ne? Was ich trotzdem total interessant fände, wäre, magst du mal so eine Range aufmachen und sagen, was so aus deinem Erfahrungsschatz heraus, was sind denn so realistische Einkünfte? Ich frage vor allem deswegen, weil ich ja auch viele Hörer dabei habe, die vielleicht erst noch vorm Start sind oder beim Start. Mhm. Und dann, ich weiß gar nicht, wohin kann ich mich entwickeln oder sowas. Ne? Was denkst du, was ist denn so ein realistischer Einkommensbereich als Freiberufler und was wäre auch ein realistischer Einkommensbereich als Geschäftsführer von einem Systemhaus? Also angestellter Geschäftsführer versus Inhaber ist ja auch nochmal ein Unterschied. Mhm. Du kannst im Systemhausgeschäft locker deine 150.000 Euro im Monat Jahreseinkommen als Geschäftsführer haben. Kommt auf Systemhaus drauf an und auch auf die Region und so weiter. Mhm. Als Eigentümer geführtes Unternehmen, also wenn es deine GmbH ist, dann macht es ja Sinn, wenn du letztendlich nicht alles ausbezahlst aus deiner GmbH, sondern vielleicht einfach noch eine Holding oben drauf steckst und dort deine Altersvorsorge oder sowas drin abbildest und möglichst vieles in dieser GmbH stecken lässt, weil es für die Steuerlast letztendlich besser ist. Mhm. Das ist ja auch das, was ja viele tun und wo sie auch absolut recht haben. Deswegen gibt es diese Konstrukte. Mhm. Aber du kannst auch als Freiberufler mit dicken Tagessätzen nach draußen gehen. Also das ist überhaupt kein Problem. Sprich, dann ist auch dann kommt halt noch die Steuer weg und so weiter. Aber da bleibt dann auch noch genügend übrig. Also ich kenne auch Freiberufler, die tatsächlich, also ein Spitzenreiter, den ich kenne, der hat 2.400 Euro am Tag. Mhm. Und das hat der eigentlich, ich glaube, 4 Tage arbeitet er in der Woche oder sowas. Okay, also kann man sagen, jetzt hattest du als Geschäftsführer von einem Systemhaus beispielsweise 150.000 Euro Jahresgehalt gesagt. Als Freiberufler ist es wahrscheinlich auch nicht groß anders, oder? Dass du sagst, Mensch, eigentlich kannst du als Freiberufler ja auch deine 100.000, 150.000 Euro. Klar, ja. Im Jahr machen, ne? Aber klar, mit dem Vorteil jetzt in dem Fall, dass du tatsächlich flexibler bist. Ne? Ja, definitiv. Was heißt definitiv? Es ist auch eine andere Arbeit. Also wenn ich Geschäftsführer von einem großen Team bin, dann geht es hauptsächlich, dann bin ich nicht mehr direkt in der Materie, dann führe ich Geschäfte, also mein Geschäft. Also meine Verständnis von einem wirklichen Unternehmer ist, der ist nicht in der Materie tief drin, sondern der bringt sein Unternehmen vorwärts. Eine ganz andere Aufgabe, das muss man vielleicht auch sich überlegen, ob man das haben möchte, ob man da hineinwachsen möchte. Und andere Geschäftsführer, also wenn du einen Buddy hast im Unternehmen, also einen Co-Geschäftsführer, dann kannst du dich aufteilen. Der eine verantwortet Technik, der eine verantwortet das Vorankommen des Geschäfts, den wirtschaftlichen Teil, Personal und Sonstiges.
solche Kombis können super gut funktionieren. Also habe ich schon oft erlebt, wo ich sage, geil, da macht das Spaß. Da kann der eine, der Technikverliebte, immer noch die Technik machen oder der eine, der einfach die Projektexpertise hat, der kann sich immer noch darum kümmern, genau das zu tun, wo er richtig gut drin ist. Mhm. Und der andere kümmert sich um das Unternehmen letzten Endes. Solche Buddy-Systeme, das finde ich super. Also wenn man sowas hat, wenn man so einen Buddy hat, mit dem man das durchziehen kann, geile Sache. Birgt auch Risiken natürlich, aber was im Leben nicht. Also klar. Ein kleines Problem. Ja. Aber ich kenne auch viele Geschäftsführer, die waren halt super in ihrem Fach und hatten dann ein riesen Wachstumsproblem, weil mehr Leute hätte er gebraucht, aber wie soll er sie managen? Er möchte ja am liebsten ja Projekte machen. Er liebt es, beim Kunden zu sein, seine Expertise voranzutragen. Und wer soll sich um die Leute kümmern? Mhm. Und um das Unternehmen, um die Finanzflüsse und um alles, was du dann beachten musst, wenn du größer wirst. Also Skalierungsschwellen und Probleme letztendlich dann zu überwinden. Ja, ich glaube, das, was du gerade beschreibst, ist eines der häufigsten Probleme, wenn der Gründer super Fachmann ist und anfängt zu wachsen. Ne? Ja, aber es ist genauso schwierig, einfach zu gründen, ohne irgendwelche technische Expertise in IT. Genau. Yippie. Also, das sind dann, wenn du es früh genug erkennst, sind das kleine Probleme. Viele erkennen das halt nicht, weil sie im goldenen oder vielleicht auch nicht goldenen, silbernen Hamsterrad unterwegs sind und auf einmal an dem Punkt stehen und denken, wow, wie ist das passiert? Aber die sind halt im täglichen Handeln und haben oft wenig Zeit zum Reflektieren und zu sagen, na, wo stehe ich mit meinem Unternehmen gerade, wo möchte ich hinkommen und was passiert eigentlich um mich herum. Das übersehen viele, die einfach nur powern und ihr Unternehmen aufbauen, oftmal gar nicht ihr Unternehmen, sondern einfach ihrer Passion folgen. Also beim Kunden einen geilen Job machen und dann aber übersehen, dass sie handeln hätten müssen an der einen oder anderen Stelle. Ja, wohl wahr. Und wahrscheinlich ist jetzt gerade auch eine gute Zeit, da mal zu reflektieren und zu schauen, wo bin ich eigentlich gerade gelandet? Ja. Und wollte ich da eigentlich hin oder was tue ich hier gerade? Und im Zweifelsfall vielleicht auch nochmal sich selber ein bisschen in Frage zu stellen und nachzujustieren. Ne? Ja, also machen viele, glaube ich, auch gerade. Ja. Also ich führe immer mal wieder Gespräche mit anderen Geschäftsführern, genau zu solchen Themen, die sagen, müssen wir schauen, wohin unser Weg geht, also wo wir abzweigen oder wie wir uns neu strukturieren. Mhm. Also gerade ja, so ein Unternehmen, wenn er wächst und dann darüber nachdenken muss, führen wir noch eine Management-Ebene ein? Wie soll man eigentlich weiter tun? Mhm. Verkaufe ich das Ganze vielleicht mal? Wie muss ich mich aufsetzen lassen, dass ich interessant werde für einen Käufer? Andere Systemhäuser, Inhaber kommen zu mir und sagen, weißt du ein System, was zu kaufen wäre? Das ist ganz interessant, weil ich da einfach sehr viel Einblick bekomme, letztendlich auch und Gespräche aus dem echten oder Themen aus dem echten Leben von Geschäftsführern, und die so von extern unbedarft einfach meinen Kommentar dazu abgeben darf. Super spannend. Ja, ja. Hast du denn abschließend noch vielleicht aus deiner Erfahrung und auch aus deinen Beobachtungen einen abschließenden Tipp, Hinweis, irgendwas, was du den Leuten, die jetzt gerade draußen sind mit ihrem eigenen Business, das vielleicht aufbauen, eigentlich am Wachsen waren und jetzt mit der aktuellen Situation überlegen, Mensch, was mache ich jetzt eigentlich? Hast du da noch einen abschließenden Tipp, den du mit auf den Weg geben möchtest? Ja, also aktuelle Situation, wenn du gerade gut zu tun hast aufgrund der Situation, sei froh darüber, aber denke auch, diese Situation wird vorübergehen. Und wie kannst du ein nachhaltiges Geschäft daraus generieren? Wenn es dir momentan gerade nicht die Aufträge reinspült, dann hast du jetzt ja richtig Zeit, hoffentlich zu schauen, wie du dein Business aufsetzen kannst und krisensicherer aufbauen. Das Schlimmste ist, wenn du gerade im Panikmodus bist, also tatsächlich nicht mehr wirklich geistig handlungsfähig und in der Panik reagieren die Menschen letztendlich irrational. Also lieber mal eine Stunde spazieren gehen, als wie vom Rechner sitzen und noch irgendwas googeln und einfach mal überlegen, wo stehe ich, wie geht es weiter kurzfristig von heute auf morgen
und dann auch langfristig. Also wenn morgen die Krise, nicht morgen, aber wenn jetzt, wenn wir sagen, in 2 Wochen ist vorbei, was muss ich dann tun? Es wird in 2 Wochen nicht komplett vorbei sein, aber in absehbareren Zeitraum. Und dann kannst du, da lässt du das auch ins Handeln kommen, weil du viel strukturierter und stressfreier planen kannst, wenn du dir vor Augen malst, okay, momentan sieht es so aus, ich komme noch bis Monatsende über die Runden, eigentlich gar nicht so schlimm. Was habe ich noch für Kunden oder für Anforderungen, die ich zu erledigen habe? Und was mache ich, damit das bei der nächsten Krise nicht passiert? Weil die wird kommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, auch wenn die momentan zu hat. Klasse. Ja, danke dir. Danke dir. Ja. Wenn ein Hörer sagt, Mensch, ich habe jetzt Lust, mit dir in Kontakt zu treten, Daniel, was ist die beste Möglichkeit? Wie kann man dich am besten erreichen? Auch auf LinkedIn findet man mich. Du kannst du den Link in die Shownotes packe ich gern rein. Reinpacken. Das ist eigentlich der beste Weg, um mich zu kontaktieren. Okay, also einfach Daniel Penn auf LinkedIn. Ich packe den Link in die Shownotes, dich kontaktieren und einfach eine Nachricht drüber schicken. Genau, also es gibt mehrere Daniel Penns, ich bin der Jüngere. Mal gucken, was in 10 Jahren passiert, wenn irgendjemand die Episode ausgräbt. Cool. Ja. Super, vielen herzlichen Dank. Du, ich sag danke, war cool mit dir zu plaudern. Mach's gut, bis bald, gell? Jo, bis bald, ciao. Lieber Hörer, ich hoffe, dir hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir und du hast einiges mitnehmen können, uns beiden zu lauschen. Ich denke, es waren ganz viele spannende Tipps dabei, spannende Perspektiven auch und vor allem auch ein paar Hinweise, wie du dich jetzt gerade in der aktuellen Situation, wenn dein Business jetzt gerade von Corona betroffen ist und vor allem auch von den wirtschaftlichen Auswirkungen, wie du darauf reagieren kannst, was du tun kannst. Falls du dich jetzt gerade in die Pool-Position bringen willst, wenn du sagst, Mensch, ich habe keinen Bock, meinen Kopf in den Sand zu stecken, sondern ich will jetzt gerade aktiv was dafür tun, dass mein Unternehmen erfolgreich wird und einfach auch erfolgreich und gestärkt aus dieser Krise hervorgeht, dann biete ich dir jetzt an, buch jetzt einfach gleich einen Termin mit mir. Gehst einfach auf itfounder.de/go/call und buchst dir mit mir zusammen ein Gespräch. Ich nehme persönlich eine halbe Stunde Zeit und dann schauen wir genau, was du erreichen willst, wo du gerade stehst. Und ich gebe dir ein paar Erfolgsstrategien, die auch jetzt gerade in der aktuellen Phase mit den Ausgangsbeschränkungen und so weiter funktionieren, bewiesenermaßen funktionieren, weil ich natürlich einen recht guten Überblick über die anderen Unternehmen habe, was die gerade so tun und was funktioniert und was nicht funktioniert. Also, wenn du vorhast, trotzdem jetzt nochmal einen Gang zuzulegen und statt irgendwie so in passiver Schockstarre zu verbleiben, was für dein Business und für deinen Erfolg zu tun, dann buch jetzt gleich deinen Termin it-founder.de/go/call und dann sprechen wir 2 schon in Kürze. Bis dahin, mach's gut, ich wünsche dir richtig, richtig viel Erfolg für dein IT-Unternehmen.